Hallo, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft mit Raphael, Donatello, Michelangelo und wer war der vierte? Ich weiß es nicht. Leonardo? Ja, genau, Leonardo. Genau, Leonardo. In einer Person. Ja, genau. TMNT, ne? In Ja. one. Ja, und Meister Schredder So. in schicken Form. So, wir erkunden weiter. Also geplant ist, wir Und wo erkunden ein bleibt bisschen. April? Ist das andere Chicken da? Hä, was? Ich sehe Da nur sind ein zwei Chicken. Chicken. Ne, da läuft April. Hier in Speckform. Ah, ein Hier Speck. ist April. Hier ist Da, April. nee, ich finde April da hinten in Schafform viel Nee, cooler. das ist die Mit Ratte. Wolle. Oder dieser Ich Ei-Typ dachte. mit der Eishockeymaske. Oh Gott, wie heißt denn der? Deswegen sage ich ja, der Typ mit der Eishockeymaske. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich kenne nämlich auch nicht alle da. Ich habe den Namen vom. Ma Ach, Meister Splinter. Genau, Splinter, Meister Splinter. ja, genau, Splinter. Splinter war Aber der coolste. ich finde die 3D-Serie, die finde ich. Die erfinden sich ja auch immer wieder neu, ne? Also, ich habe mir Ach, jetzt auch das die ist doch. Geschichte zu TMNT, habe ich mir jetzt angeschaut. Und die erfinden sich wirklich immer wieder neu. Die gehen halt mit der Zeit. Was willst du machen? Wir sind halt den guten alten Stuff gewohnt, nicht den neuen 3D-Scheiß. Ja, das Problem ist doch bei fast allen Sachen, die wir aus unserer Zeit kennen, die sie jetzt neu verfilmen in was weiß ich für eine Form, die sind doch einfach nur Rotze. Weil Ja, wenn das ist, ich mir mal weil das, überlege. weil das unseren Geschmack einfach nicht trifft, glaube ich. Die treffen uns einfach nicht. Es ist auch nicht Ah, für uns gemacht. Das generell finde ich es einfach nur kacke. Wenn ich überlege, die haben ja jetzt Scooby-Doo auch wieder komplett neu gemacht. Ach du Scheiße. Nicht in 3D, glaube ich, aber trotzdem eine neue Story, weißt du, was soll denn das? Das ist. Habe ich jetzt die Scheißbeere aufgehoben von dir? Ja. Ah. Schon wieder. Ja, hol so. Und weiß ich, was ist ja, ich war gestern, wo ich ja einkaufen war. Ja. Hm? Hallo Wölfchen. Im Kaufland haben die auch dieses Blu-ray-Regal. Ja. Und ich stand dann da und da war dann Uncharted, ne? Ich stand da 5 Minuten, habe echt überlegt, nimmst du den Film jetzt mit oder? Ah, da bin ich die ganze Zeit Ah, am Überlegen, ob weil ich nicht ich sicher bin, weil weiß es sagen ja viele, ah, der Weil. ist nicht so und weißt du, ich finde aber die Starbesetzung, die Schauspieler, die sind schon gut getroffen. Ah, ich weiß es halt nicht, weißt du, das ist halt. Mag sein, dass der Film cool ist und auch gut ist, aber ich weiß es nicht. Ja, Ich das ist immer so ein finde Ding, ne? Mark Ich meine, Wahlberg als Sully. jetzt nur wegen Mark Wahlberg würde ich mir jetzt nicht den Film kaufen. Ich meine, ich finde den Schauspieler echt gut. Ich finde auch Tom Holland gut. Nur, Ja, ich aber finde, der die hat einen echt, passen. der hat einen schlechten Spider-Man gespielt. Jo. Da fand ich Andrew Garfield besser, muss ich ehrlich sagen. Obwohl eigentlich für mich ist immer noch der echte Spider-Man, Tobey Maguire. Tobey Maguire, aber Andrew Garfield finde ich aber von den beiden finde ich den aber besser. Ah, ich finde, Andrew Garfield hat aber eigentlich auch einen guten Job hingelegt, noch so gerade. Mit dem, was er gemacht hat. Naja, so wie ich jetzt gelesen habe, wird Blade, glaube ich, doch nicht weiter neu aufgelegt. Sollen sie auch sich ja entwagen, weil Ja, so. es und gibt nur einen wahren Blade. Irgendwas Wesley fucking Snipes. So sieht's aus. Eben. Da Allein braucht man nicht schon weiter zu reden. für mich war das Ikonische an Blade 1 damals, als er da in der Fleischerei runter, wo die Vampir-Disco war und der Soundtrack da lief. Das ist für mich, weiß ich nicht, das ist so Nostalgie. Ja. Da war für mich damals echt. Jo, wir hatten das ja auch auf Video gehabt, aber es war halt nur die Kinofassung. Ich bin Ja, halt. Man natürlich. wird ja irgendwann älter und man hat dann Möglichkeiten, wenn man 18 ist, und dann kommt man halt mal an die Uncut-Fassung und dann ist die Kinofassung halt ein Witz. Und da fing das so, da war schon so die Zeit, wo ich dann angefangen habe nachzudenken, mehr so nach unzensierten Filmen zu suchen, als immer nur die zensierten Kram. Ja, natürlich. Oh, ein Hoppelhäschen. Das ist überall Kohle, Mann. Hier geht's tief runter. Hopp.
Hoppala. Ich baue nur ein bisschen Kohle ab, damit mir, falls wir irgendwann mal in eine Höhle wieder Ja. reingehen sollten, ich Ja, ich baue auch Fackeln rein. Ich machen habe auch kann. 17 Stück oder so. Jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. Und das ist ja jetzt so wie mit Mortal Kombat, ne? Wo du mir ewig auf den Sack gegangen bist. Jetzt guck den endlich. Jetzt guck den endlich. Ja. Die erste Zeit, ich wollte den ja schon eigentlich immer geguckt haben, den neuen. Aber die erste Zeit habe ich mich echt gesträubt, den zu schauen. Aus Angst, mir die Oh, mein Nostalgie scheiß Name der jetzt schon ersten wieder. Ja, Trash-Filme ja. zu machen, kaputt zu machen. Hey, wo bist denn du jetzt hin? Ach so, ich bin ein bisschen weitergelaufen. Ich bin Kohle abbauen. Ja, links oder rechts? Warte, Also ich zu komme. dem. Warte, ich komme wieder hoch. Ich bin am Karnickel vorbei. Oh Gott. Warte mal, wo bin ich denn gerade langgelatscht? Jetzt muss ich wieder zurück. Das ist halt bei mir auch so eine Sache. Ich sträub mich halt Ach, vor da bist du. Neuverfilmungen auch relativ viel, weil wenn du alte Filme gesehen hast und die fandst du schon zu der Zeit und zu der Jahreszeit mega cool oder für seine Verhältnisse cool, da will man sich halt die Vorstellung nicht ruinieren, dass da vielleicht noch Scheiße rauskommen könnte. Aber ich fand Mortal Kombat cool. Ja, der war richtig gut. Bis auf ein paar Punkte. Ach, mir ist aufgefallen, ich habe den Ja. ja noch zweimal geschaut danach. Ja, jetzt kommt's. Pass auf, die Musik, dieser Soundtrack, den wir ja so kennen, Ja. ne? Der kommt nicht nur einmal vor. Der kommt mehrmals vor, leise und immer nur so angeteasert. Der wird immer nur angeteasert, so dünn, dünn, dünn. Und dann war's das. Dann ist vorbei. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, aber ich find's scheiße. Was ist das da hinten? Siehst du das im Wasser Warte, da? ich bin gerade. Kohle am Abbauen, ja, ich weiß, Ah, ich ich hab's komme. gesehen. Also wenn du jetzt da hinten hinguckst, da aufs Wasser hinaus, Ja. steht da irgendwas raus, ne? Ja, Siehst du das? lass uns doch da mal hin. Ja, warte, ich bin gerade Kohle am Abbauen. Ja, aber das ist halt, das ist genauso wie mit den Serien von damals, wo wir groß geworden sind, wie zum Beispiel halt TMNT, Power Ranger. Ich kann mir den ganzen Rotz von heute einfach nicht mehr angucken. Ja. Ich bin schon froh, dass sie sowas wie Captain Baloo und sowas nicht neu gemacht haben. Da bin ich echt Ja, das froh ist drum. Obwohl, nur eine man weiß Frage es der nicht. Zeit. Man weiß es nicht. Wenn die das jetzt hier Ja, sehen, deswegen. ne? Aber wo war das jetzt? Ich sehe das gerade nicht. Geradeaus, einfach geradeaus. Ach da, ich sehe es. Oder sowas wie Chip und Chap und sowas. Ja. Dass die sowas nicht neu machen, das finde ich echt klasse. Ja, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie auch da draus holen. Ist das ein Auswerfer? Ein Ne, ja, es ist eine Ruine Beobachter? hier. Es ist eine Ruine hier. Ja, cool. Das ist ein altes Schiff. Ich finde hier aber keine Kiste. Oh, ich muss hoch. Ja, komm mal lieber hoch. Huch. Ja, das sieht auch nicht so aus, als ob hier eine wäre. Hier ist aber eine. Ja, Also, der ist nichts. Kohle Achtung. und Lederrüstung. Ja, komm mal lieber hoch, weil da ist ein. Oh! Du kleiner Homo, pass auf, ey. Alter, ich habe Komm nur noch ein her. halbes Herz. Ja, hier sind Zombies. Wir haben Dunkelheit. It's dark. Da ist aber nichts drin. Da sind drei Kohle und Ja, ich bin gerade hier mit Zombies am Kämpfen. ich sehe es, ich würde dir helfen, aber ich kann gerade nicht. Ja, alles gut. Komm her. So, einer ist schon mal tot. Ja, der andere hängt da unten drin, der kommt hoch. Er kommt.
Wir sollten vielleicht mal schlafen. Ich würde dafür aber an Land. Ja, dann lass doch das Schiffchen oder Bötchen da, oder willst du mit dem Boot an Land? Ja, hier ist doch direkt Land. Bist du drin? Da steigt doch ein Mann. So, ich bin drin. Na, Kohle, ganz viel Kohle. So, ich Hallo lieg. Zombies. Ich lieg. Ja, ich aber nicht. Ich schlaf jetzt. Ja, schlaf du. Gute Nacht. Ich schlaf jetzt auch. Oder auch nicht. Ja. Muss ich dir jetzt schon wieder den Arsch retten kommen, oder was? Nee. Hau ab, du Drecksvieh. Oh. Lass mich schlafen, Missgeburt. Oh, geh weg, du Drecksvieh. Hau ab, Mann. So läuft die Zombie-Apokalypse ab. Die lassen uns einfach nicht schlafen, Missgeburt. Ey, du Dreckskind, verpiss dich! Mann! Scheiß Ja. Gammelfleisch kannst du behalten. Kann man einfach nicht in Ruhe schlafen, ne? Nee. Hoppala. Überall Kohle, ey, wie Sau. Oh, hey, dämliches Lama. Warte mal, jetzt irgendwas geleuchtet. Ja, als es dunkel war, gell? Ich will dahin. Funkelnde Das war irgendwie. Diamanten. Ich habe hier gerade ein halbes Stack Melonen gefressen, nur um meine Herzen wieder aufzufüllen. Das war irgendwie hier bei dem Wasser. Ich werde mir einen Satz Melonenreifen kacken. Ah, pass auf, wir dürfen ja nicht mehr ins Wasser, ins Kalte, Ah, ne? ich sehe schon, warum es hier leuchtet. Der Lava, ich sehe es auch gerade. Alter, hier brennt der Wald und ich bin's nicht schuld. Ja. Würde ich jetzt auch behaupten. Du brennst. Nur Ich mal so zur weiß. Info. Wie komme ich denn jetzt hier da rum? Nee, 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 nee. Ich gehe einen Umweg. Ich dachte, ich schaffe das, aber ich bin wohl zu fett. Keine. Tja, nur Veganer kennen diesen Trick. Ja. Ne? So. Ich bin einen Umweg gegangen. Ja, ich würde echt gerne mal auf so einen Berg hoch, aber wenn man hier versinkt. Ja, das ist voll scheiße, ey. Achtung, da ist ein Loch. Ja. Ob man da nur noch mit Magie hin kann, irgendwie? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Habe ich noch nicht probiert. Muss mich mal da Ey, du da. informieren. So. Hier ist ja echt für ein Arsch. Dass hier aber noch kein Dorf zu finden ist. Das sieht schon cool aus mit der Schneelandschaft da hinten. Ja. Ach, es ist nur so ein dämlicher Überall. Pilz.
Komisch, jetzt haben wir eine Welt, wo gar nicht so viele Dörfer sind. Nee. Aber dafür ziemlich viele Bäume. Ja, jetzt müssen wir alles wegreißen. Ja. Hallo Kuh. Als ich ein Dorf finde, brauche ich dein Fleisch. Deswegen, sorry. Das ist ja mal eine Ausrede. Ja, zum Überleben. Er oder ich? Kann ja auch eine Und Sie gewesen ich. sein oder ein diverses. Ne, diverse gibt es in meinem Universum nicht. Vor Es allem nicht gibt nur ein Er oder sie. in Minecraft. Ja. Da gibt es kein Gendern hier. Er, sie, es. Na? Da gibt es nur er oder sie. Oder ich. In dem Fall nur ich. Was ist denn das Rote? Ganz. Sind das alles Blumen da auf dem Berg oder was? Wo guckst du hin? Da auf dem Berg rechts von uns. Sind das alles rote Blumen? Das Rote, ja. Ja. Das sind Blumen. Komisch aus. Es ist deswegen, ich muss mir echt mal alle Staffeln von Last Man Standing auf DVD kaufen. Muss mir kaufen, weißt du warum? Weil Warum? die verdammt gegen alles schießt, was los ist, gegen Gendern, gegen Rassismus, gegen Kommunisten, gegen Nazis, gegen alles einfach. Ja, das, die ist ja auch, glaube ich, sehr, na, sehr alt jetzt, nicht, aber alt. Ja, so alt ist sie jetzt noch nicht. Na, ich gehe aus dem Schnee raus. Ist mir zu riskant. Ich will nicht schon wieder Bekanntschaften mit dem. Uppala. Mit der Lawine machen. Und das ist ja das Gute. Und die Folge, wo es gegen Gendern geht, die ist richtig gut. Wenn danach geht, musst du viele Sachen schleunigst auf DVD holen. Eigentlich die Monty Python-Reihe noch. Ja, oh Mann. Ich gehe hier rum. Ich habe dem Schaf seine Mama geklaut. Oh, dein fucking Ernst, ich will das Fleisch und nicht die scheiß Wolle. Ich habe einen Zombie gehört. Tschö, Zombie. Okay. Bäh, ihr Schafe. Jetzt hab ich die Wolle. Ja, und das Fleisch. Ja, hier kannst du haben. Wo bist du? Vor dir. Ich esse kein Hubble. Gegrilltes Hammel frisst du wohl, wenn gegrillt ist. Also halte Bappe. Du isst Aber doch nicht alles, in was du. echt. Ich mag kein Hubblefleisch. Nur Kalbsfleisch. Ja, das ist auch lecker. An dem Spieß. In der Tasche mit Salat. Tja, Veganer würden mich sowieso hassen. Ich esse zu viel und zu gerne Fleisch. Im. Jetzt fängt das Ohr an zu jucken, ey, dein fucking Ernst. Du musst reiben. Geht ja nicht, ich hab ja Kopfhörer an. Aha. Ja. Ey, wann kommt hier mal ein Dorf? Ich will das Hammelfleisch braten. Hast du Stein dabei? Dann kannst du dir einen Ofen bauen. Ich habe eine Werkbank Ach. dabei. Dafür baue ich mir jetzt keinen Ofen, eh. Dann lasse ich den Ofen hier stehen, oder wie? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Naja, so ist halt eben. Die Dorfbewohner sind bestimmt so freundlich und lassen uns Ja, bestimmt. ihr Ofen Warte mit. mal. Ja. Es gibt. Ah. Also wäre ja dann wieder Cheaten, wenn ich das jetzt mache, ne? Was? Es gibt eine Internetseite, da gibst du den Seed ein, da kannst du Koordinaten eingeben und dann kannst du sehen, wo was in der Nähe ist. Also Dörfer Ja, oder End-Dungeon und.
Das wäre Ich weiß. Cheaten. Ja, komm. Wir cheaten schon genug, wenn wir hier aus uns in uns hinein teleportieren. Ja, Aus wir der hassen uns Höhle, die. deswegen, weil es ist. Ja. Der Hass ist halt so eine Zuneigungsart, da muss man sich auch mal ineinander Ineinander bewegen. cheaten. Ja, alles klar, okay, alles klar. Das ist. Weißt du, Too much. dieses Hasskuscheln finde ich besser als dieses romantische, gefühlvolle, so, oh, weißt du, so dieses Hasskuscheln, ey, du Drecksau, boah, verpiss dich, du bist so widerlich, ja, das Ja, finde geh aus ich mir wesen, raus. das finde ich, weiß ich nicht, das hat mehr Würde, das hat mehr Ehrlichkeit als dieses Ja, ne? Vorgetäuschte, war. Ja, natürlich. Also, Klar. man soll einfach ehrlich sein und sagen, hey, ich hasse dich, anstatt so Romantik vorzugaukeln und Gefühle Alter, was vorzuspielen. ist das hier für ein Blumenfeld, Mann? Wofür? Ja, von wegen hier romantisch, deswegen hast du mich hier hingeführt, ne? Ja, klar, ich will dir ja hier meine Liebe geschehen. Bist du widerlich? Ich Ja. muss gleich kotzen. Ja, kotz hier runter, hast ja genug Platz hier. Mann, ist das ein Riesenloch, ey. Okay, aber mit unnützem Zeug drin. Mit Wasser. Wasser ist Ja, wow. unnütz. Ja, Ach, aber dann Prost. weißt du, wie ich mich freue, Spätschicht zu haben? Ey, das ist endlich mal wieder zu ungewohnt, ey. Vor allen Dingen, weil ich heute nicht so zeitig ins Bett muss. Weil ich ausschlafen kann. Nein, es ist jetzt unfair dir gegenüber, weil ich weiß, dass du früh raus musst. Weißt du was? Ach, Aber alles ich gut. werde so doof sein, ja? Ich werde so Ja. doof sein und vergessen, den Wecker umzustellen. Bestimmt. Ich werde morgen früh um 4 werde ich aufstehen. Und dann werde ich Ja, mir und dann denken, krieg du Vollidiot. ich wahrscheinlich wieder eine Nachricht. Aufstehen! Nein, 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 Nee. nein, Du nein. kriegst ein Bild, der Zentralrat der Luden ist empört. Oder so. Nee, nee. Ich freue mich auf Dienstag, da habe ich einen kurzen Tag. Ja, Haha. wundert mich, dass die dich mal bis, dass die dich so kurz arbeiten lassen. Ich habe gesagt, ich brauche da einen kurzen Tag. Und dann lassen die das so zu? Ja. Respekt. Am Mob, ne? Na gut, ich glaube, Flo ist da nicht so, ne? Nee, Flo ist da auch nicht so. Theoretisch gesehen müsste ich einen halben Tag in der Woche haben, weil ich ja immer bis spät arbeite. Früh anfangen und spät arbeite. Deswegen, wir dürfen ja nie über 45 Stunden in der Woche kommen, Ja. eigentlich. Und deswegen müsste ich theoretisch gesehen immer einen halben Tag in der Woche haben. Aber das ist im Moment, ja, ne? So eine Sache. Weißt du, dann hast du so Idioten, ja, wie S-Punkt und Ja. Ette, Ja. die einfach nicht ganz dicht im Kopf sind. Ja. Habe ich mir letztens auch gedacht. Ette war bei uns, meinte die da so zu uns, War die zu bei mir. euch? Ja. Aber nur ganz kurz, keine Ahnung wofür. Da meinte die da so, weil ich meinte so zu ihr, ja, ich glaube, unsere neue Chefin, ne, also die Kommissarische, die mir jetzt im Moment noch haben, die mag mich. Weil bei der darf ich so viele Sachen machen und die lässt es auch einfach durchgehen. Da sagt die da so zu mir, ja, ich glaube, die mag mich auch. Ich da so, Deswegen hat sie auch schon zu mir gesagt, dass sie dich absolut nicht mag. Ah. Und dass du voll die Fehlinvestition bist eigentlich, aber okay, sie mag dich. Ich sag, ich weiß, ich kenne Ette nicht, ne? Ja, und Ja. selbst ich sag das. Warum darf sowas bei der Bundeswehr arbeiten? Kein Warum? Plan. Und dann, was ist denn mit diesem Behindertengerecht. komischen Vogel da, der bei euch angefangen hat? Ah, hör mir auf, Ist der ey. schon weg? Nein, noch nicht. Der hat sich gestern. Oh mein Gott. Also, ich habe ja keine Laktoseintoleranz, ne? Hallo, Aber. wir kommen aus einer Zeit, da gab es keine Allergien. Da wurde gefressen und gesoffen, Ja. was auf den Tisch kommt. Pass auf. Ich kenne das ja nicht, ne? Ich weiß ja auch nicht wirklich. Oh, Dschungel. Ich weiß ja auch nicht wirklich, wie der Körper darauf reagiert. Aber, ne, Ist gestern war ja unterschiedlich. Samstag. So. Und da schreibt ein Flo und sagt, ihm geht's nicht gut, ne? Und dann hat Flo gesagt, ja, dann bleibst du zu Hause, du kommst dann nicht
Weil er hat keinen Bock darauf, dass er uns mit Magen-Darm oder so ankommt, ne? Hätte ich auch keinen Bock drauf. Und er meinte Nee, Flo ist ja zu hoch ihm, ansteckend. ja, natürlich. Und er meinte der da so zu ihm, nein, das ist kein Magen-Darm, das ist einfach nur eine Laktose, er ist laktoseintolerant und hat am Freitag anscheinend zu viele Milchprodukte gegessen. Er hätte die Nacht über halt auf dem Klo verbracht. Ich da so, Alter, will der mich rollen? Will der mich wirklich verarschen? Wenn der doch wirklich die ganze Nacht auf dem Klo gesessen hat, dann müsste der sich doch. Entschuldigung für das jetzt, was ich sage, aber müsste der sich nicht eigentlich den Leib Die ausgeschissen Seele aus haben dem Leib dann? geschissen haben, ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du? Das Und ist die unterschiedlich. Milchprodukte und so ausgekackt haben? Wenn man es doch weiß, dann macht Ich. man es nur in geringen Maßen. Ja. Obwohl, es ist halt, das ist unterschiedlich. Bei meiner Schwester ist es so, meine kleine Schwester, die hat auch Laktoseintoleranz. Die kriegt einen extremen Ausschlag. Also, die hat dann auch, klar, je nachdem hat die Probleme mit dem Magen und muss dann auf Toilette, aber. Der Hauptausschlag ist, wenn dass du siehst, dass sie Milchprodukte zu sich genommen hat, ist, die kriegt einen extremen Ausschlag. Da denkst du, die hat Neurodermitis, aber die hat einen Ausschlag Ja, einfach. Die sieht okay. aus wie ein Streuselkuchen. Weißt Okay. Ja, aber weißt du, da denke ich mir, what the fuck? Ich weiß. Und dann sagt er da so, ja, sollen jetzt kommen oder nicht? Und Flo so, nee. Weil er es nicht riskieren will. Wenn ihm ja immer noch Scheiße geht, weißt du. Nur weil er denkt, er hat. Oder weil, nur weil er sagt, er hat Laktoseintoleranz, muss es ja nicht wirklich sein, dass auch daran liegt, weißt du? Ja. Und wir sind halt im Moment unterbesetzt. Das riskiere ich doch nicht, dass, wenn der Affe da hinkommt zur Arbeit, dass der mich ansteckt, auch wenn ich nicht ansteckbar bin. Mich will kein Virus, haben wir ja schon Naja, rausgefunden. weil ist ja, weil Thüringen ist ja nicht Deutschland und so. Ja, genau. Weil Jeans kommen ja aus Thüringen und nicht aus Deutschland. Das ist echt, das ist so unglaublich. Das übertrifft alles, weil meine Schwester, die hat ja ihre, also meine kleine große Schwester, die hat ihre Ausbildung in Hannover gemacht. Und Ja. da war das ja auch teilweise so, dass da Leute aus dem westlichen Teil dieser Republik gesagt haben, ja, Leipzig ist ja die Hauptstadt von Sachsen. Wo ich mir so dachte, so, ja, dich hat man auch bei der Geburt dreimal hochgeworfen und einmal aufgefangen. Und das Auffangen war mit dem Fuß gegen die Wand treten. Weiß, Ja. ne, keine Ahnung, auf jeden Fall. Oder, ja, pass auf. Ich bin ja nicht so der Ja. Schwarzbiertrinker. Wenn ich ein Bier trinke, dann trinke ich richtiges Bier. So was wie Ja. Landskron oder Krombacher oder sowas. Gut, Ja, du viele würden kannst ja. sagen, ist ja kein Bier. Ist halt Ich trinke ja Geschmackssache, ne? generell kein Bier, von daher. Oh, und das einzige Schwarzbier, was ich trinke, ist Porter. Das kommt nun mal aus der Oberlausitz, aus meiner Heimat, ne? Und Ja. dann war ich mal hier gewesen, dann war ich hier in Remscheid, da war ich mit meiner Ex-Freundin noch zusammen. Und dann war ich mit ihrem Vater, waren wir einkaufen gewesen, waren wir Getränke kaufen. Und er kannte halt nicht so die Biersorten. Das Einzige, was er kannte, war halt Landskron vom Altstadtfest in Görlitz, ne? Ja. Und dann stand ich da so. Ich so, oh, die haben ja Lausitzer Porter im Angebot. Da guckt er mich an, so, was ist das? Ich so, das ist Schwarzbier von uns drüben. Die ist auch in der Nähe von Görlitz, ist die Brauerei. Es wird bei uns Okay. gebraut drüben. Da bin ich so, ach cool. Ja, lass mal mitnehmen eine Kiste. Ich will mal probieren. Bin ja jetzt nicht so der Schwarzbiertrinker, aber ich nehme mal eine Kiste mit. Ich habe ein Dorf gefunden. Ich So, hab's auch gefunden. und dann ging das so. Da waren wir da an der Kasse und dann hat die das nicht eingescannt gekriegt, ne? Da meinte der Okay. eine so, ja, ist ja nicht registriert. Ja, da musst du mal gucken. Wann kommt ja aus Bayern? Ich so, wie bitte? Seit Bist wann in liegt die Lederhosen. Oberlausitz in Bayern? Ja, Jetzt. natürlich. Bin ich aber beleidigt. Da habe ich da erstmal zurechtgestutzt, dass das überhaupt nicht stimmt. Die Lausitz liegt überhaupt nicht in Bayern. Wir leben doch nicht im Ausland. Die Lausitz liegt in Ostsachsen. Da waren die Blöder am gucken, ey. Oh, Brot. Alter, ey, Geil. da musste ich mich zutiefst beleidigen lassen, ja? Ich bin doch kein Ausländer. Ich bin Ja, Deutscher. natürlich. Ja. Anscheinend, ne? Gibt's hier irgendwo einen scheiß Ofen, Mann? Schon wieder ein Eimer. Was hier? Die haben ja nur Eimer. Das ist eine Eimerwirtschaft. Das ist eine Eimermafia. Ey, guck mal, der will Fell, 6 Fell für 1 Smaragd Arsch geleckt. Kannst sein Fell behalten. Oder dein Smaragd, eher gesagt. Ja, also. Weißt du, da, wo wir gestern nicht für Speed gespielt haben, so.
Ich hatte den BMW genommen, ne? Weil den Ja. habe ich mir freigespielt. Hier ist ein Räucherofen bei mir. Den habe ich mir Ich habe Smaragde freigespielt. geklaut. Wo bist denn Ja. du? Hier. Ich habe dich gerade gesehen. Da, ich sehe den Namen. Das sieht aus, als wenn er über den Boden teleportiert. So sehe ich deinen Namen. Ne? Will ich nicht rollen Dreh dich jetzt? mal nach. Dreh dich mal um. Ah, da. Und Ja, keine Ahnung, ey, die da Menschheit, die meint er ist so, i, du verrückt. fährst da BMW, voll die Rotzkarre. Ich so, ich wohne nicht in Bayern. Ja, nur weil ich in Bayern wohne, heißt das nicht, dass ich BMW mögen muss. Ich sag nur, ich wohne nicht im Ausland. Und im Hintergrund hast du hihihi, hast die Kuckuck gehört. Er hat sich nicht kaputt gelacht. Wir haben noch Fleisch dazu getan. Oh, wir haben schon 30-Minuten-Marke geknackt. Oh, Ja, ist halt, wenn man eieiei. quatscht, über ernste Themen redet und so und. Mir und Ernst. Ach ja, wie gesagt, ich habe den vier Smaragde aus der Truhe geklaut. Ja. Gut, Freunde, wie das Ganze weitergeht, das werden wir beim nächsten Mal erfahren. Und erstmal Fleisch braten. Bis dahin, einen wundervollen Tag und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.